Moin Moin, heute sind wir schon beim dritten Tutorial. Es wird heute ein bisschen tricky, das sage ich schon mal im Vorhinein. Aber wie das Ganze nachher aussehen soll, seht ihr erstmal hier. So, wir lernen nämlich heute das V-Shifting und danach, so wie ich es gerne nenne, den Travel Navigator. Ich habe mir dazu auch heute Hilfe geholt. Wir begrüßen heute die Liz. Hey. Hi erstmal. Heute wird es ein bisschen komplexer, deswegen habe ich mit Liz auch eben schon ein bisschen geübt, zumindest die Beinarbeit schon mal, weil das muss später wirklich sitzen. Die Armbewegungen sind ein Bonus, sage ich jetzt schon mal im Vorhinein. Also wir setzen nochmal ganz von vorne ein. Ja. Bei den Füßen. Wir haben den V-Step auch letzte Woche schon gelernt. Heute werden wir das V-Shifting bzw. den Double V-Step lernen. Also Single und Double. Der Single ist der ganz normale V-Step zurück. Und in die andere Richtung ist auch ein Single zurück. Den Double, den werden wir so nennen. Double und. So, jetzt machen wir einmal die Choreo komplett durch. Wir sagen jetzt einfach Single, Single, Double und. Single, Single, Double und. Double und. Double und. Single, Single, Double und. Das ist die Choreo. So, wir machen das Ganze nochmal. Dann sieht auch jeder draußen, was wir genau meinen. Ich werde wieder einzählen. 5, 6, 7, 8. Single, Single, Double und. Single, Single, Double und. Double und. Double und. Single, Single, Double und. Super. Damit wir das Ganze hinkriegen, gehen wir erstmal die Armsequenz durch, ohne Füße. Also, ich nenne das immer gerne Travel Navigator, weil wir den Verkehr in eine Richtung weisen. Also schön auf Schulterhöhe in eine Richtung zeigen, also rechts, links. Dann machen wir die Ongoing Rolls, also auch hier. Dabei achten wir, versuchen es ein bisschen schräg zu machen. So, 3, 4, super. Dann nach links, 5, 6. Dann machen wir die X-Wings nach vorne, 7, 8. Also einmal rechts vor und dann links. Ja. Der rechte kommt zuerst, dann kommt 8. Okay. 7, 8. So, wir machen jetzt die zweite 8. Wir machen die Ingoing Rolls, 1, 2. Die Outgoing Rolls, 3, 4. Dann kommt die 5, das ist wieder eine Ingoing Roll. Und die 6 geht sofort hier weiter. 6, 7, 8. Ich habe den Rock'n'Roller genannt, passt vielleicht. So, wir machen das nochmal mit den Armen und lassen die Füße nochmal still. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 5 ist ein Kreis nochmal. 5 und dann kommt 6, 7, 8. Okay. Perfekt. So, wollen wir es mal mit Musik probieren? Ja. Alles klar, ich zähle wieder ein und bei 1 geht's los. Gut. Musik bitte an. 5, 6, 7, 8. Super, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Danke nochmal. Ja, auch danke an Liz. Danke an euch. Wie gesagt, ist nicht so einfach. Üben, üben, üben. Ich hoffe, dass wir es irgendwann auch mal so in anderen Videos sehen können. Nächste Woche gibt es schon das neue Tutorial. Danke und bis dahin. Nun aber nochmal die wichtigsten Elemente des V-Shifting und des Traffic Navigators im Einzelnen. Und nächste Woche dreht sich dann alles um den V-Travel-Tipp. Um das nicht zu verpassen, könnt ihr mich hier abonnieren. Und ich würde auch gerne wissen, wie es bei euch mittlerweile aussieht. Filmt euch einfach dabei, wie ihr zu dem Song Delight von Jamie Barry meine Moves nachtanzt. Postet das Ganze mit dem Hashtag Neoswing in den Kommentaren und schaut euch auch gerne mal auf justthemotion.de um. Bis zum nächsten Mal. Bye.